Story. Ja, ich bin hier. Oh mein Gott, deine Lippe sieht ja gruselig aus. Ich helf dir. Ich zieh die mal da raus. So. Ich hab so einen Durst. Komm, wir gehen nach unten. Da kannst du etwas Wasser trinken. Immer weiter, Kumpel. Hier drinnen gibt's Wasser. Okay. Warte. Lass mich die Schüssel auf den Boden stellen. Du kleckerst. Sachte, trink langsam. Langsam. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, Mac. Ich fand Dads Gesang voll unterhaltsam. Na, seht ihr? Genau das habe ich gemeint. Es ist das perfekte Beispiel. Du bist mein Bruder. Du solltest auf meiner Seite sein. Stattdessen bist du nur arschig zu mir. Inwiefern bin ich arschig? Oh, willst du die lange Version? Mac, bitte. Nicht jetzt, Mom. Ich glaube, Brian trinkt einen Schluck Wasser in der Küche. Du behandelst mich, als würdest du mich hassen und ich weiß nicht, wieso. Du sagst andauernd verletzende Dinge zu mir. Hast du irgendeine Ahnung, wie sich das anfühlt? Soll ich sowas mal zu dir sagen? Soll ich dich vielleicht einen fetten, pickligen Verlierer nennen, der keine Freunde hat und wie eine alte Dame riecht, die Vögel als Haustiere hält? Er trinkt immer noch. Ist es denn zu viel verlangt, dass mich mein Bruder mit ein wenig Respekt behandelt? Dass er mir vielleicht die Freundlichkeit erweist, nicht auf den kommt, lasst uns Mac-Ärgern-Zug aufzuspringen. Oh. Na schön, Mac, das reicht. Du hattest deinen kleinen dramatischen Ausbruch. Hey, ich hab 'ne Idee, Mom. Reden wir doch mal über Chris' Mutter. Hä? Warum reden wir nicht über dich? Du lieber Himmel, machen wir doch daraus keine große Sache, okay? Ja. Oh Gott, jetzt geht's mir viel besser. Weißt du, Brian, du bist vielleicht ein Hund, aber du bist 'ne ziemlich coole Sau. Stewie just said that. Den könnt ihr behalten. Hey zusammen. Hier sind aber negative Schwingungen am Laufen. Was ist hier los? Ja, das hast du ganz richtig erkannt. Beck glaubt, sie muss ein Zeichen setzen und wirft uns vor, dass wir uns unangemessen verhalten. Mein Gott, wie herablassend du bist! Jetzt sieh sie dir nur an. Gehen aufeinander los wie ein Italiener und eine schwarze Frau. Hey, sie können hier nicht parken! Entschuldigung, was? Von ihrem natürlichen Feind herausgefordert, bereitet sich das schwarze Weibchen auf den Kampf vor, indem es seine Ringe abstreift. Währenddessen sieht sich das italienische Männchen um sicherzugehen, dass die anderen Italiener sehen, was er sieht. Den bevorstehenden Kampf spürend, fliegt eine Schar von Juden davon, da die Vermeidung von Konflikten ihre größte Überlebenschance darstellt. Seien wir ehrlich, unterm Strich machst du doch nur alle für deine eigenen Probleme verantwortlich. Oh. Meine Probleme? Ach, verstehe. Und das aus dem Mund meiner Vorzeigemutter. Der Diebin, der drogenabhängigen Pornodarstellerin, der Hure, die es mit Gene Simmons und Bill Clinton getrieben hat. Und wenn schon, ich habe das alles hinter mir gelassen. Ich bin sogar ein besserer Mensch dank dieser Erfahrungen. Bist du das? Bist du ein besserer Mensch? Worauf willst du hinaus? Darauf, dass du trotz deines verantwortungslosen, leichtsinnigen, dummen Verhaltens in der Vergangenheit aus irgendeinem Grund immer noch die Dreistigkeit besitzt und die Arroganz, mir auf so rücksichtslose Weise meine Unzulänglichkeiten vorzuhalten. Gut, ich gebe es zu. Ich bin keine perfekte Mutter. Wer ist das schon? Du bist nicht nur keine perfekte Mutter, du bist das Gegenteil davon. Von dem Moment an, als ich auf der Welt war, musste ich dir vertrauen. Mir blieb keine Wahl. Ich hab dich gebraucht, damit du mich beschützt, mir zur Seite stehst und mich auf dem Weg durch die Strapazen, die Verwirrung und Verletzlichkeit des Erwachsenwerdens begleitest. Du hast nichts davon gemacht. Du bist meine Mutter und du hast das Vertrauen eines Kindes auf einer 17-jährigen Mission in 1000 Stücke gerissen, um etwas zu zerstören, das du schon vor langer Zeit zerstört hast. Und ganz ehrlich, wenn ich erst 18 bin, weiß ich nicht, ob ich dich je wiedersehen will. Oh wow, bei Twitter sprechen schon alle über meinen coolen Sauwitz. Du hast ja so recht. Ich bin eine schreckliche Mutter. Es tut mir so leid. Kannst du mir je verzeihen? Oh Gott. Und du lässt Dad nicht mehr durchs Hintertürchen rein. Was immer das heißt. Ich wusste nicht, dass du es weißt, Meg, aber gut, dass du es erwähnst. Meg, ich weiß nicht, was ich sagen soll. All die Dinge, die du über mich gesagt hast, sind wahr. Ich war dir eine furchtbare, furchtbare Mutter. Das kann ich nicht wieder gut machen. Ich habe nur dieses schlimme, überwältigende Bedürfnis, dir deine Fehler aufzuzeigen. Und ich habe keine Ahnung, warum.
Vielleicht, weil ich einfach Angst davor habe, eine schlechte Mutter zu sein. Mein Verhalten widert mich an und es tut mir unendlich leid, Mac. Ja, du bist eine Bitch. Also, ich habe mich bisher zurückgehalten und alles auf mich wirken lassen, weil ich dachte, ich habe kein Pferd im Rennen. Aber jetzt setze ich auf jeden Fall auf dich, Harry Potter. Oh, findest du das witzig, Fetzer? Och, weiß nicht witzig, aber stimmt doch. Immerhin hast du so eine große Brille und, erzähl mir, was du auf dem Herzen hast. Und ob ich das tue, Mr. Egoistenvater? Hey. Für dich immer noch Mr. Egoistenvater, klar, junge Dame? Oh Gott, bin als nächster ich dran? Du bist egoistisch ohne Ende und ein völlig verantwortungsloser Vater. Ah, schon verstanden. Jetzt bin ich im Bilde. Du bist in deinen alten Herrn verliebt? Du bist komplett ungebildet, interessierst dich für gar nichts, tust, was du willst, egal wie leichtsinnig es ist, wann immer es dir gerade passt, ohne dabei Rücksicht auf andere zu nehmen. Oh, und wenn du ausnahmsweise niemanden mit deinen impulsiven Eskapaden terrorisierst, verhältst du dich wie ein absoluter Vollidiot. Du drückst das Gesicht deiner Tochter an deinen Arsch und furzt drauf. Wenn draußen jemand mitbekommen würde, wie du mich behandelst, wärst du längst im Knast. Oh, das findest du also lustig. Mal sehen, ob du das auch lustig findest. Davon bin ich absolut überzeugt. Du bist ein fetter, fauler, unverschämter irischer Fließbandarbeiter, der zu viel trinkt, viel zu viel und mit seinem Einkommen kaum seine Familie ernähren kann. Du bist Anfang 40 und hast nichts erreicht. Überhaupt nichts. Das Einzige, was du zustande gebracht hast, sind deine Kinder. Und sieh uns nur an. Wir sind eine Katastrophe. Aufpassen. Du bist eine Schande. Eine einzige riesige Schande. In jeder erdenklichen Hinsicht. Sieh dich mal selbst im Spiegel an, Peter Griffin. Dein Leben ist eine Verschwendung. Moment. Höre ich da etwa Kritik raus? Lois, sag ihr, dass sie aufhören soll. Du hast vorhin doch auch nicht Partei für mich ergriffen. Da habe ich über einen schicken Gehstock nachgedacht. Damit würde ich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Hat denn keiner von euch beiden ansatzweise zugehört? Hattet ihr die Köpfe in den Ärschen oder was ist los? Dad schon. Guck, er hat noch Kacke an den Ohren. Tut nichts zur Sache. Ich mag solche Ausdrücke nicht. Und ich mag es nicht, wie du kochst. Und ich mag es nicht, dass ich immer die Fürze aus deinen Hosen lüften muss, wenn ich wasche. Und du tischst uns immer wieder Rosenkohl und Brokkoli auf. Das kommt einem vor wie eine irische Kneipenschlägerei. Du kommst aus dem Nachbardorf, deswegen hasse ich dich. Warum kriegen wir nie irgendwas Gutes zu essen? Ja, bei Bonnie gibt's jeden Tag Sahneschnittchen. Ach ja, dann zieh doch zu ihr rüber. Dann kann ich ausschlafen und muss um 5 Uhr morgens keine dummen Fragen beantworten. Morgens ist mein Wissensdurst am größten. Du isst immer meine Fruchtjoghurt. Steht dein Name drauf? Du magst sie nicht mal. Aber du weißt, dass ich sie mag und du gönnst sie mir nicht. Ich hab dich nie drauf angesprochen, aber ich hab's mir auch schon gedacht, Peter. Ja, genau sowas macht er, weil er ein egoistischer, fetter Sack ist. Haltet die Klappe, ihr alle! Ich habe mich darum gebeten, Teil dieser Familie zu sein. Ich gehe ihn holen. Peter, komm wieder runter! Meine Orgasmen waren alle vorgetäuscht! Hey, na, wie läuft's so? Das war wirklich ziemlich cool, wie du denen heute die Stirn geboten hast. Ich weiß nicht, Brian. Alles davon war ernst gemeint, aber... Du siehst, was passiert ist. Was meinst du? Sie sind alle wie Wölfe aufeinander losgegangen. Na und? Ist nicht dein Problem. Glaubst du, es ist möglich, dass diese Familie nicht ohne eine Art Blitzableiter bestehen kann, der alle Störungen absorbiert? Das ist, auf jeden Fall eine Theorie. Ich meine, das ist nicht ideal, aber ich bin ein wichtiger Baustein und vielleicht ist das ja meine Aufgabe im Leben. Wenn ich mich schlecht fühle, müssen sie es nicht mehr. Wow. Das ist unglaublich nobel und erwachsen, Mac. Du bist vielleicht die stärkste Persönlichkeit in diesem Haus. Meinst du das ehrlich? Vollkommen ehrlich. Mom? Dad? Dad? Geh weg! Dad, bitte komm da raus. Nein, ich habe nichts Besseres verdient als ein Leben bei den Schuhen. Peter, da bist du ja. Leute, ich habe euch was zu sagen. Ihr habt recht. Ich bin an allem schuld. Was? Mom, du bist eine wunderbare Mutter. Ich war wütend. Nichts von dem, was ich über dich gesagt habe, war ernst gemeint. Chris, du bist ein fantastischer Bruder. Was ich dir vorgeworfen habe, zeigt nur, was ich für eine miese Schwester bin. Und Dad, es tut mir so leid, dass du dich meinetwegen schlecht fühlst. Das hast du nicht verdient. Keiner von euch hat etwas falsch gemacht. Ich habe meine eigenen Probleme an euch ausgelassen und das war nicht fair. Oh, also warst du die ganze Zeit schuld und gar nicht wir? Ja. Ach so, das ergibt Sinn. Ich dachte schon komisch. Ich soll ein schlechter Vater sein? Mac, wie konntest du uns das nur zumuten? Es tut mir echt leid. Du bist eine Ja. Ja, das bin ich. Hi, ich bin Stewie Griffin.
Dies war eine Sonderfolge von Family Guy über den Konsum von Drogen. Aber ein... Tell me the deal, all we love is our friends. Cause the more we can tell.